Zack, unser nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes Quads, die zweite in FIFA 18 und das nach anderthalb Monaten. Wird mal Zeit auf jeden Fall. Wir sind heute am Start. Letztes Mal gab es ein ziemlich nices Team. Mal sehen, ob wir das heute genauso machen können. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch mal freuen. Checkt mal die Links in der Beschreibung ab. IG Vault 6%, aber da eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code Max Gaming TV. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Macht das auf jeden Fall. Ich denke, es kann nicht schaden. Die Coins sind günstig und mit dem Rabattcode habt ihr halt eben alle Möglichkeiten für Ultimate Team. Dazu mein Merchandise auf jeden Fall mal auschecken. Genauso wie meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Die sind eigentlich wichtiger. Also scheiß auf das Merchandise. Das ist veraltet und, ne, also abgesehen von dem Herrlich-Shirt und dem MGT-Hoodie. Aber naja, auf jeden Fall checkt die Social Media Links. Wir machen heute weiter, wir gehen die nächste Formation und zwar das 4-4-1-1. Das wird unsere nächste Formation werden. Wir werden natürlich wieder ein 7500er Set ziehen und mal sehen, wer uns da dann erwartet, welche beiden Spieler, um die wir dieses Team eben bauen werden. Ich habe lange keine Sets mehr gezogen. Aber jetzt ist es mal wieder an der Zeit, Geld oder Coins zu verschwenden, was ich ja normalerweise hasse. Aber mal sehen, vielleicht, nein, aber ein seltener Spieler. Okay, ein seltener Spieler, das ist schon mal, okay, damit kann ich leben. Es wird Kayubi. Ich hab zumindest auf Joao Zinho gehofft oder so. Aber Kayubi kann ich mit leben. Die Sache ist jetzt nur wenigstens noch ein Golden Runner. Ja, Bonera. Na, das wird auf jeden Fall ein fantastisches Team. Ich sehe das schon. Dazu haben wir noch ein Maestro Chemistry Style, das City Heimtrick. Oder das ist okay. Aber mal wieder ein typisches Geldverschwendungsset. Niemals mit Coins Packs öffnen. Andere Geschichte. So, wir gehen rein und packen Kayubi ins linke Mittelfeld und Bonera in die Innenverteidigung. Mal sehen, was wir da dann eben rausholen werden. Bei Gold können wir mal im LM aufsteigend machen. Ich glaube, dann finden wir Kayubi schneller. So ist es. Und Innenverteidiger ist dann Bonera, der natürlich da ist. So, an sich eine ganz interessante Kombination, weil Brasilianer in der Bundesliga und Italiener in der Liga BBVA bzw. Liga Santander bzw. La Liga. Aber mal sehen, wie wir damit klarkommen. Start ist in 3, 2, 1 und go. 7 Minuten haben wir Zeit. Mal schauen, was wir so rumbekommen. Transfermarkt ist eigentlich die falsche Idee, beziehungsweise ne, ist die richtige Idee. Wir suchen einen Innenverteidiger erstmal von Villarreal und da weiß ich schon, wen wir nehmen, und zwar Ruiz. Victor Ruiz, genau. So, den packen wir auf unsere Liste. Dann als Linksverteidiger Juan Bernat. Dann haben wir nämlich die beiden schon mal zueinander gelinkt, was glaube ich gar nicht so schlecht ist. Zack, alles klar. Und ich denke mal, die beiden packen wir kurz ins Dream Squad, damit ich eine kleine Übersicht habe. Nicht damit es wie letztes Mal ist, wo ich es dann nicht Nolings Wasted gemacht habe. Ruiz darf jetzt noch entweder einen Link, okay, er muss einen Link zum Torwart haben, er darf dann keinen Link zum zentralen Mittelfeldspieler haben, weil er hat ja schon den, er hat nur einen Deadlink oder als Strong Link, so ist richtig. Gott, das will ich. Verhaspel mich hier komplett. Habe ich Bernat noch? Ich denke mal, ich habe Bernat noch. Sollte ich zumindest, ja, tatsächlich. So, das heißt, zentrales Mittelfeld können wir theoretisch mit einem Augsburger gehen. Aber wir müssen auf Bonera achten, weil Bonera braucht noch Chemie. Dafür brauchen wir aber erstmal einen Torwart aus La Liga. Und ich würde mal sagen, dann gehen wir erstmal vorsichtshalber nicht auf Ter Stegen, weil ich nicht weiß, ob wir eventuell da halt eben noch einen Deutschen reinbekommen werden. Deswegen gehen wir in den Neto, ist auch blöd. Die Nationalität haben wir schon. Was machen wir denn da Schönes? Silesen? Oder gehe ich doch mit Ter Stegen? Einfach, weil Ter Stegen der Beste ist. Also, Rulli. Machen wir Rulli. Rulli ist auch in Ordnung. Argentinien werden wir, denke ich mal, nicht in der Bundesliga haben. So, wir brauchen einen zentralen Mittelfeldspieler. Und zwar im Idealfall von Augsburg. Wir können das natürlich auch anders machen, aber wir gucken erstmal. Stürmer Finn Bogason würde auch funktionieren. Aber Finn Bogason ist das Ding, naja, Isländer hast du nicht so viele auf der Welt. Beziehungsweise wir könnten damit Gylfi Sigurdsson weiter verlinken. Müssen wir mal kurz gucken, ob wir da noch irgendwas haben, was Island angeht. Theoretisch haben die ja ein paar gute Spieler. Sigurdsson könnte man auf jeden Fall benutzen, das ist richtig. Ja. Wollen wir das einfach mal machen? Wollen wir das einfach mal machen? Ich glaube, wir wollen das einfach mal machen. Und nehmen Sigurdsson ins zentraloffensive Mittelfeld. Dann müssen wir uns da zumindest erstmal nicht mehr drum kümmern, dass wir Kayubi auf Chemie bekommen. Und Finn Bogason ist damit auch geklärt. Wir brauchen jetzt nur einen Perfect Link. Am besten ein Perfect Link aus der Premier League im zentralen Mittelfeld. Das würde alle unsere Sorgen klären. Die Sache ist nur, wer hat im zentralen Mittelfeld in der Premier League einen Perfect Link? Das ist jetzt eine nicht so leichte Frage. Ich struggle gerade wirklich. Da muss ich jetzt tatsächlich die Dream Squads zur Hilfe nehmen. Weil sonst verzweifle ich.
Premier League, zentrales Mittelfeld. Das funktioniert nicht. Stopp. Das funktioniert nicht. Ich dachte, das würde ausreichen. Dann wäre noch die rechte Seite, die habe ich komplett vergessen. Ist erstmal egal, welche Variante ich da hinstelle. Hier vorne hin kommt Finn Bogason. Das haben wir ja auch schon. Finn Bogason. Und ja, ich bin immer auf Nolings Wasted aus. Der hat nur 68. Naja. Egal, das wird schon. So, wenn wir jetzt hier einen von Everton hinstellen. Premier League. Everton. Klaasen zum Beispiel. Oh, den habe ich sogar. Dann könnten wir hier noch einen aus den Niederlanden hinstellen. Habe ich Wijnaldum noch? Ich glaube, ich habe Wijnaldum noch. Was auch nicht schlecht wäre, ja. Schwachsinn, weil jetzt haben wir ja natürlich wieder für Sigurdsson zu viel Chemie. Okay. Okay. Wir brauchen also einen Stronglink. Nee, wie machen wir das denn jetzt? Stopp mal. Nein, 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 nein. Das funktioniert so gar nicht, glaube ich. Weil dafür haben wir die Innenverteidiger falsch gelinkt. Gibt es irgendeinen möglichen Weg? Bonera braucht noch einen Link. Italiener. Nee. Mm-mm. Nee. Gibt keinen möglichen Weg, können wir so nicht machen. Das heißt, wir brauchen ZM von Augsburg. Und jetzt haben wir Zeitstress. Jetzt haben wir richtig Zeitstress. Augsburg, ZM. Zack. Leitner und Moravec. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Da muss doch was Besseres geben. Kuh. Nordkorea. Entschuldigung. Korea. Gehen wir nur in die Bundesliga und suchen da einfach einen Stürmer. Habe ich da einen Verein, der gut ist? Weiß ich nicht. Bebu, Füllkrug, Füllkrug, Bebu. Ghana. Ghana? Ghana? Gar noch vielleicht. Zentrales Mittelfeld. Bundesliga. Gibt es da auch noch einen Granat, den ich habe? Nö. Bentaleb. Basur. Ja. Wir brauchen Italien. Ich bin gerade komplett verwirrt. Okay, ich muss. Okay. Das wird sonst ganz, ganz eng. Ich brauche Leitner. Das wird auch so oder so schon ganz, ganz eng. Ich habe mich einmal verrannt und zack, bin ich voll am Arsch. So, einen deutschen MS. Ja, beziehungsweise ZOM, beziehungsweise irgendwas. Stürmer wäre auch mir recht. Der halt nicht aus der Bundesliga kommt. Lukas Podolski ist okay. Deutscher Stürmer. Bigalke, Füllkrug, Wagner, Volland. Irgendwas, was nicht aus der Bundesliga ist. Gefällt mir jetzt hier aber gar nicht gerade. Mittelstürmer haben wir auch nichts. ZOM haben wir da irgendwas. Dann kann ich Podolski in den Sturm stellen. Özil, Didavi. Marin. Marco Marin. Ach du meine Güte. Naja, okay. So, jetzt brauche ich einen rechten Mittelfeldspieler von Vissel Kobe. Japanische Liga. Rechtes Mittelfeld. Gibt es einen rechten Mittelfeldspieler von Vissel Kobe? Oh Gott. Okay, der ist zumindest Silber. Gefällt mir trotzdem nicht sonderlich gut. Ach, das geht trotzdem nicht auf. Hilfe. Okay. Ich kann Podolski nicht benutzen. Zweite Liga vielleicht. Dritte Liga. Gehen wir mal auf Duxch. Immer auf Duxch. Duxch ist halt in Form. Du Scheiße. Okay, wir haben noch Lasogga drin. Oh Gott. Oh Gott. Zweite Episode und gleich richtig verkackt. Einmal verrannt und richtig verkackt. Ja, ich baue mal eben, wie ich es theoretisch. Oder wir gucken mal, wie wir es theoretisch noch hätten machen können jetzt. Also hier haben wir auf jeden Fall noch Rulli, das dürfen wir nicht vergessen. Unsere Offensive wird halt eine absolute Katastrophe werden, das wird in dem Spiel gleich richtig, richtig ekelhaft. Hier hätten wir theoretisch, wir hätten hier einen Deutschen gebraucht. Ja, Arnold, nicht, nee.
irgendeinen Deutschen. Ginge auch nicht. Ich habe mich komplett verrannt, ne? Ja. Ja gut, im Endeffekt egal. Wir nehmen jetzt drei, nehmen jetzt einen Bronze-ZM. Der keine Chemie hat. Susa nehmen wir da. Wir nehmen einen rechten Mittelfeldspieler, der keine Chemie hat. Da nehmen wir noch Viti. Wobei, nee, sie müssen Non-Raiser, habe ich glaube ich irgendwann mal gesagt. Dann nehmen wir da Sax. So, und als Rechtsverteidiger nehmen wir Moore. Ja, gut, ich kaufe mal eben die vier Spieler, die ich noch nicht habe. Und dann sehen wir uns gleich und machen ein Spielchen. Heieiei. Ich bin da übrigens auch verpflichtet, den ersten Gegner zu nehmen, der annimmt. Und Gott sei Dank ist der, ach guck mal, Bebu. Der zweite Gegner, den ich gefunden habe und der erste, der angenommen hat, der andere ist rausgegangen, ist dieser hier. Mit Gnabry, Durm, Bender und Adler, leider Gottes, einem guten Torwart. Einen finnischen Innenverteidiger aus der schwedischen Liga. Ja, norwegischer Rechtsverteidiger, Elm und das war, wie heißt der denn? Kim Kjellström. Und vorne halt eben Bebu und Paulsen. Das wird auf jeden Fall interessant. Ja gut, Sieg, ne? Na, toll, egal, nächster Gegner. Ich hätte mal nach dem ersten Spiel aufhören sollen, weil der Gegner wird definitiv eine größere Herausforderung. Chicharito, Antonio, Nkudu, Sanchez, Lallana, Atsu, Moses, der echt Rechtsverteidiger ist, Shaw, nicht Jones, Gott, wie heißt der denn nochmal, der Vogel? Keane, Mustafi und Hart. Ja, eine sehr schöne Aufgabe, ich freue mich. Oh, aber Marco Marin hat eventuell die erste Chance, direkt mal 1:0 zu stellen. Marco Marin und macht das 1:0. Yay! Hat zwar auch nur 7 Chemie, aber hey, wir machen das 1:0 durch unseren Spieler, den wir auch bei Huddersfield im Karrieremodus haben. Cross-Reference, schaut auf jeden Fall die Videos an. Bitte quitte. Wenn du quittest, dann bin ich zufrieden, weil dann ist diese Episode vorbei und dann habe ich gewonnen. Aber ich glaube nicht. Ja, natürlich. Bronze ZM, 3 Chemie. Juckt den nicht, macht da trotzdem. Longshot. Das ist ordentlich. 7 Minuten 50 gespielt und es steht 2:0. Die erste Ecke war schon gefährlich. Da wurde der Ball von Lasogga noch gehalten. Ich kann halt auch Longshots, aber das ist trotzdem geil. Weißt du, was lustig ist? Der Kollege hat direkt nach dem 1:0 aus Frust anscheinend, auch wenn er da gar nichts machen konnte, Joe Hart ausgewechselt und hat jetzt Tom Heaton im Tor. Und der kassiert jetzt das 3:0. Ja, war sweaty, aber Kajubi ist der Spieler der Episode. Dementsprechend muss der treffen. Also langsam würde ich den Quit erwarten. 15 Minuten nicht mal gespielt. Und wir sind schon 3:0 in Front. Aber er spielt couragiert weiter, der Muggel. Der Mensch. Ja, Mensch heißt Mensch, ne? Marco Marin schnürt den Doppelpack 4:0. Und ich wäre ihm jetzt wirklich langsam dankbar, wenn er rausgeht. Ich weiß nicht, ob ich es genau laut genug machen konnte, aber mein Magen knurrt. Ich bin absolut hungrig. Seit Beginn dieser Episode ist mir das aufgefallen. Aber er geht noch nicht raus. Och Mann, komm schon. Also jetzt wirklich, das ist ein Bronzespieler ohne Chemie. Er heißt Max Sachs. Oh mein Gott, was ist das für ein Name? Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Er heißt Max Sachs. Das ist erstens der geilste Name, den es gibt. Und zweitens, wenn man auch aufs Trikot so drauf schreibt. Jock Güzel, glaube ich, sagt man dazu. Ist nicht so meine Welt, diese Sprache. ...6:0 durch Max Sachs. Sein Name. Er glaubt anscheinend wirklich, er könnte dieses 0:6 durch Wechsel aufholen. Ich habe keine Ahnung, wie er darauf kommt, weil... Also ich weiß auch nicht, wen er... Ich glaube, Walcott, den sieht man da mit der 14, der hat er eingewechselt. Und noch irgendwen, glaube ich. Das ist ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob er das wirklich glaubt oder was Muggel 487 für ein Mensch ist. Aber ich habe das starke Gefühl, dass das nichts mehr bringen wird. Also jetzt wird's peinlich, wenn Lasogga den Ball im 16er mit der Sohle zurückzieht, um ein Tor zu schießen. Eieiei, 7:0. Ich wette, selbst wenn ich jetzt losgehen würde, den Ofen anmachen würde, würde es trotzdem nur 7:0 stehen. Wahrscheinlich 8:0. Ja. Ich kann halt keine 45 Sekunden weg sein, weil dann wird ja gesagt, hier, fang wieder an zu spielen oder du wirst disconnected. Und das möchte ich ja nicht. Er macht es mir halt auch einfach, ne? Also ich sehe, wenn er seinen Torwart rausholt. Das ist nicht das Ding. Ich weiß nicht, der wollte 10. Der wollte 10. Ich kann da gar nichts gegen machen. Das ist überhaupt nicht meine Schuld. Das ist... Weiß ich nicht. Na endlich! 10 Buden haben ihn da endlich gereicht. Gott sei Dank.
So, jetzt ist nur noch die große Frage, was machen wir mit unserem Team, was geben wir da für eine Bewertung? Weil normalerweise ein 10 zu 0 ist eine 10er Bewertung, gar keine Frage, aber wir wissen natürlich, dass das, ja. Also Max Sachs hat es für mich jetzt auf eine, guckt euch das an, keiner außer Rulli unter 8,9 oder unter 9 und der auch nur, weil er nichts zu tun hatte. 4 mal 10,0, 5 mal, Bonera auch, Hilfe. Das Ding ist, ich kann dem Team keine gute, keine schlechte Bewertung geben, weil... Es war nicht schlecht, aber es ist natürlich auch nicht gut. Und deswegen 5. Max Sachs hat es von 4,5 auf 5 gemacht. Ich wollte mal 4,5 sagen, aber 5 für dieses Team. Sehr, sehr lustige Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr bei dem Titel genau das hier erwartet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.